Ich darf nun aufrufen den Tagesordnungspunkt 8, der erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zu dem Studienakkreditierungsvertrag und zur Änderung des Hessischen Hochschulgesetzes sowie weiterer hochschulbezogener Vorschriften, Drucksache 19/5253. Das Wort hat der Herr Minister für Wissenschaft und Kunst, Herr Rhein. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben bereits in der ersten Hälfte dieser Legislatur in diesem Haus eine, ja, man muss sagen, umfassende Novellierung des Hessischen Hochschulgesetzes beraten und beschlossen. Wir haben mit dieser Novellierung das Hochschulrecht, man muss sagen, massiv weiterentwickelt. Ich glaube, das Stichwort Promotionsrecht für Hochschulen für angewandte Wissenschaften ist hier eines der herausstechenden. Aber natürlich auch die Frage der Stärkung der studentischen Mitwirkung. Ich bin vor gar nicht allzu langer Zeit mit den Präsidenten der Universitäten und dem Präsidenten der Hochschulen für angewandte Wissenschaften in San Francisco auf der sogenannten GAIN Conference gewesen. Das ist eine Konferenz, bei der es auch darum geht, junge deutsche Wissenschaftler wieder zu begeistern für den Wissenschaftsstandort Deutschland. Was ich dort erlebt habe, Hessen hat die Möglichkeit gehabt, sich diesmal dort ganz besonders zu präsentieren. Was ich dort erlebt habe, ist ein ganz starkes Interesse am hessischen Hochschulsystem gewesen. Dort wird sehr wohl wahrgenommen, welche massiven Veränderungen im Bereich der hessischen Hochschulen und der hessischen Hochschullandschaft sich in den vergangenen Jahren gemacht hat. Ich muss ganz ehrlich gestehen, natürlich hat das auch damit zu tun mit den vielen Punkten, die eben in dieser ersten Novellierung eine Rolle gespielt haben und die wir hier miteinander beschlossen haben. Insoweit war das ein erster, sehr wichtiger Schritt, der, wie gesagt, auch erhebliche Sichtbarkeit außerhalb von Hessen hat. Wir legen jetzt einen. Das ist kein einsamer Klatscher gewesen, das war Herr May. Und das war der Kollege Armin Schwarz. Und ich glaube, wenn die beiden und es war mein Freund Holger Bellino, der aber nicht aus Freundschaft geklatscht hat, sondern der geklatscht hat, weil es einfach richtig ist, Frau Wissler. Und in Wirklichkeit haben Sie innerlich haben Sie ja mitgeklatscht, weil Sie wissen, dass nur wirklich alles richtig ist, was wir da gemacht haben. Jetzt legen wir einen Gesetzentwurf vor, von dem ich sagen würde, er ist anlassbezogen und er beschränkt sich auf Regelungsbereiche, die aus zeitlichen Gründen noch in dieser Legislatur notwendig sind, bezweckt im Wesentlichen die Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Akkreditierungswesen in Deutschland, den Statuswechsel der Hochschule für Bildende Künste in Frankfurt am Main, die Städelschule, die Umsetzung des Orientierungsstudiums, die Verbesserung der Bedingungen im Rahmen einer Qualifikationsprofessur, aber natürlich auch die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und, meine Damen und Herren, auch die Berücksichtigung des novellierten Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes. Dabei geht es im Einzelnen um Folgendes. Ich mache das wirklich nur in ganz kurzen Schnitten und Strichen, weil wir ja ohne dies noch sehr viel Möglichkeit haben, darüber miteinander im Ausschuss und dann auch wieder hier zu beraten. Sie wissen, dass im Juni dieses Jahres, also keine Sorge, es wachsen Ihnen nicht 11 Minuten Zeit zu, das ist auch klar. Im Juni dieses Jahres, das würde ich mich nie wagen, Kritik am Ministerpräsidenten zu üben, weil es gar keine Kritik am Ministerpräsidenten zu üben gibt, Herr Abg. Hahn. Insoweit will ich nur darauf verweisen, dass im Juni dieses Jahres, und zwar durch unseren Ministerpräsidenten, der Staatsvertrag über die Organisation eines gemeinsamen Akkreditierungssystems zur Qualitätssicherung in Studium und Lehre an deutschen Hochschulen, so heißt das schön, unterzeichnet worden ist. Zur Ratifizierung dieses Staatsvertrags, der ja in einem ganz unmittelbaren Zusammenhang mit den Regelungen zur Qualitätssicherung im Hessischen Hochschulgesetz steht, dient der Artikel 1 des vorgelegten Gesetzentwurfs. Mit Artikel 2 werden einige auf bestimmte Regelungsbereiche fokussierte Änderungen vorgeschlagen. Das beträgt zum einen die Qualitätssicherung, es betrifft zum anderen aber auch die Regelungen zum Berufsakademiegesetz. Ein weiterer, und ich sage mal ebenfalls zeitgebundener
gebundener Aspekt der Novellierung ist, dass zum 1. Januar 2019 – ich werde das heute nicht ausbreiten, das werde ich noch in den nächsten Beratungen dann durchaus intensiv tun – dass zum 1. Januar 2019 wir nicht nur 13 Hochschulen des Landes Hessen haben werden, sondern 14 Hochschulen. Und insoweit die Hochschule für bildende Kunst oder bildende Künste in Frankfurt am Main – wir reden von der Städelschule – zu uns stößt. Und ich glaube, meine Damen und Herren, man kann wirklich ohne jegliche Übertreibung sagen, das ist eine weltweit berühmte Einrichtung, die wir damit in den Kreis der hessischen Hochschulen aufnehmen. Und obwohl der Stichtag des Übergangs ja noch ein Jahr entfernt ist, müssen wir trotzdem jetzt die gesetzliche Regelung treffen, weil der ebenfalls in dieser Plenarwoche beratende Doppelhaushalt 2018-2019 zwangsläufig für das Jahr 2019 bereits ein eigenes Kapitel für die Städelschule enthält. Wie gesagt, die Versuchung wäre jetzt enorm, hier noch einmal ein bisschen ausführlicher über die Städelschule, ihre Besonderheiten und natürlich auch die herausragenden, Erfolge zu sprechen. Jeder, der in der Welt der Kunst und Kultur etwas auf sich hält, war irgendwann einmal in seinem Leben entweder als Lehrender oder als Studierender an dieser herausragenden Einrichtung, die wir jetzt in den Schoß des Landes Hessen aufnehmen. Und wie gesagt, das würde jetzt die Redezeit sprengen. Deswegen werde ich die Versuchung dann wieder aufrufen, wenn wir hier länger zu dem Thema beraten oder auch dann im Ausschuss mal schauen, wie wir es dann miteinander halten wollen. Die weiteren Änderungen, und das ist das Letzte, was ich dazu sagen will, im Hessischen Hochschulgesetz betreffen die Anpassung der Regelungen für die Qualifikationsprofessur an die zwischenzeitlich beschlossenen bundesweiten Förderrichtlinien. Und weiterhin hat es seit der letzten Novellierung des Hochschulgesetzes ebenfalls, ich sagte es anfangs schon, eine Novellierung des Gleichberechtigungsgesetzes gegeben. Auch hier muss die eine oder andere Anpassung erfolgen, soweit vielleicht heute zu den Inhalten des Gesetzentwurfs der Landesregierung, den ich, Herr Präsident, hiermit einbringe und auf dessen weitere Beratung mit Ihnen ich mich sehr freue. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Machen wir noch alles, Herr Minister. Vielen Dank. Das Gesetz ist eingebracht. Die Aussprache öffnet Herr Kollege Grumbach für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bei mir ohne Werbeblock. Ehe dass wir unsere Lebenszeit hier weiter verschwenden, bitte ich, den Antrag, das Gesetz in den Ausschuss zur zweiten Lesung zu schicken. Vielen Dank. Sehr geehrter Kollege Grumbach, zur Verteidigung des Plenums muss ich sagen, man muss nicht Abgeordneter sein, wenn man Lebenszeit verschwendet. Insofern habe ich das als humoristische Einlage betrachtet. Herr Kollege May, Sie sind für die Fraktion Die Grünen jetzt dran. Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich fand den Vortrag des Ministers überhaupt nicht als Verschwendung von Lebenszeit, sondern ich fand, das Plenum hat eher an Heiterkeit und an Fröhlichkeit gewonnen angesichts der Rede des Ministers. Und ich glaube, dass das, was wir jetzt auf den Weg gebracht haben, auch durchaus wenigstens eine kurze Besprechung wert ist. Immerhin ist das Hochschulwesen, ist das Bildungswesen der Kernbereich, wo wir als Land Hessen eigene Regelungskompetenz haben, neben dem Polizeibereich. Von daher, glaube ich, sollten wir die gesetzlichen Regelungen, die wir im Bildungsbereich auf den Weg bringen, schon hier im Plenum öffentlich beraten. Wenngleich ich nur auf den lieber Kollege Grumbach nur anmerken möchte, dass im Vorfeld der Plenarwoche es durchaus von mir aus auch schon mal den Hinweis gab an meine PGF, man könnte auf die Aussprache verzichten. Es gab dann allerdings, glaube ich, keine Bereitschaft von anderen Orten auf den Punkt zu verzichten. Von daher ist das jetzt so, und da muss man sich vielleicht auch für die Zukunft noch ein paar Gedanken zu machen. Im Wesentlichen hat der Minister schon ganz gut eingeführt in die Materie. Da bleibt nicht mehr viel für mich zu sagen. Es geht um die Akkreditierung, die neu zu regeln ist, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass die Akkreditierung an sich nicht verfassungs...
Das ist an und für sich, dass sie nicht mit der Verfassung unvereinbar ist, aber dass sie besser begründet werden muss, dass es dazu eine bundeseinheitliche Regelung braucht. Da das aus dem Bereich der Bildung kommt, bedarf es daher eines Staatsvertrages, den wir jetzt abschließen wollen. Die Akkreditierung an sich finden wir Grüne auch im Grundsatz eine sinnvolle Angelegenheit. Es gibt zwar das eine oder andere daran zu kritisieren immer wieder, aber im Wesentlichen ist das in Ordnung. Es sorgt auch dafür, dass die Belange der Studierenden mehr in den Vordergrund gerückt werden, und etwas, sage ich mal, Licht von außen auf eingefahrene Prozesse ist auch an den Hochschulen, glaube ich, ganz gut. Der nächste Punkt ist die Frage des Städels. Die Städelschule wird in den Bereich des Hochschulgesetzes überführt. Ich glaube, dass das eine richtige Entscheidung ist. Wir haben das ja mit den Hochschulen auch schon im Hochschulpakt vereinbart. Auch an dieser Stelle wird noch einmal deutlich, dass der Bereich der Kunsthochschulen für diese Koalition und für diese Regierung ein ganz wichtiger Bereich ist. Von daher ist es nur konsequent, dass wir diese Kunsthochschule in den Bereich des Hochschulgesetzes überführen. Und ein Punkt, den ich auch noch einmal besonders hervorheben möchte, ist die Frage des Orientierungsstudiums. Diejenigen, die sich schon einmal mit dem Koalitionsvertrag von CDU und GRÜNEN auseinandergesetzt haben, haben vielleicht bemerkt, dass das ein Projekt ist, das die schwarz-grüne Koalition auf den Weg bringen möchte, dass es am Anfang des Studiums ein Orientierungsstudium geben kann. Das wird mit dem Hochschulgesetz jetzt ermöglicht. Das bedeutet, dass für viele Studierende schwierige Phase eine alternative Eingangsmöglichkeit ist, die es eben andere Orientierungsmöglichkeiten erlaubt. Und von daher glauben wir, dass das eine gute Möglichkeit sein kann, um die Studienabbrecherzahlen zu reduzieren und insgesamt eine höhere Studienerfolgsquote zu erreichen. Von daher ist das, glaube ich, auch noch einmal ein ganz wichtiger Bestandteil für das Hochschulgesetz, der jetzt eingeführt wird. Es gibt noch einiges anderes zu sagen, aber insgesamt war natürlich das Hochschulgesetz durch die letzte Novelle schon sehr gut, hat uns sehr viel Anerkennung national, aber auch international eingebracht. Von daher, glaube ich, sind wir hier auf einem guten Weg, und ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Vielen Dank. Herr Kollege Bauer für die Fraktion der CDU. Das war die Reihenfolge. Entschuldigung, Herr Kollege. Ich wollte ein bisschen den Tag verkürzen. Herr Lenders, bitte. Alles klar. Ich habe das falsch gemacht. Aber ein guter Versuch. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kollege May, wenn Herr Staatsminister Rhein jetzt noch länger versucht hätte, dieses Gesetz hier bei uns einzubringen, dann wäre ich geneigt gewesen, diesen Gesetzentwurf dann doch noch abzulehnen. So hat es geschafft. Ich gehe jetzt mit meinem guten Beispiel voran. Ich gebe meine Rede zu Protokoll. Frau Kollegin Wissler, Sie haben das Wort für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch ich kann mich kurz fassen. Auch mir ist aufgefallen, dass das ganz schön viel Lob und ganz schön viele Worte waren für die letzte Hochschulgesetznovelle, also dafür, dass Sie bei der letzten Hochschulgesetznovelle eigentlich nichts Substanzielles verändert haben, mit Ausnahme des Promotionsrechts, bitte zugestanden. Aber jetzt bei der ganzen Frage der Mitbestimmungsregelungen oder sowas an den Hochschulen der Fragen, also ist ja eigentlich wesentlich nichts geändert worden. Zur Akkreditierung, wir werden ja das im Ausschuss auch noch beraten können. Ich will nur noch die Aspekte einfach mal in die Runde werfen, dass natürlich es auch wichtig ist bei der Ausgestaltung von Studiengängen, dass wir nicht außer Acht lassen die Lebensrealität der Studierenden heute, dass viele Studierende nun einmal arbeiten nebenher, um ihr Studium zu finanzieren, es viele Studierende mit Kindern gibt. Deswegen ist natürlich auch bei der Frage hohe Prüfungsdichten bei der Arbeitsbelastung, finde ich, muss man bei der Ausgestaltung von Studiengängen auch darauf achten, dass da nicht eben weitere Hürden eingezogen werden. Deswegen wäre es ja auch eine schöne Gelegenheit, mal so etwas wie das Recht auf Teilzeitstudium auch im Hochschulgesetz zu verankern. Und ich glaube, das können wir dann im Ausschuss noch vertieft diskutieren. Deswegen soll es von mir gewesen sein. Also nicht.
Jetzt hat das Wort Frau Abg. Wolff für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Akkreditierung gibt es seit 2003. Ich will auf einen Punkt eigentlich nur hinweisen, nämlich dass das ein gutes Beispiel prinzipiell dafür ist, dass im Rahmen des Föderalismus die Länder sich auf ländergemeinsame Vereinbarungen verständigen, dass das die Stärke ist, um mehr Vergleichbarkeit, mehr Qualität und Verlässlichkeit, mehr gemeinsame qualitative und quantitative Maßstäbe einzurichten. Das Bundesverfassungsgericht hat uns nun den Auftrag gegeben, das nicht nur zu vereinbaren und Akkreditierungsagenturen zu übergeben, sondern den wesentlichen Kern auch durch ein Gesetz und dementsprechend den Staatsvertrag zu bestimmen. Das tun wir nun durch dieses Gesetz, was der Minister eben eingebracht hat. Dass wir noch einiges andere, was wir uns vorgenommen haben in dieser Legislaturperiode im Rahmen des Orientierungsstudiums, im Rahmen auch des Tenure-Tracks-Verfahrens, hier auch gesetzlich absichern mit den Notwendigkeiten, die gegeben sind, das sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Und ich freue mich in diesem Rahmen dann ebenso wie die anderen auf die Beratungen im Ausschuss. Vielen Dank. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist der Gesetzentwurf beraten in erster Lesung und überweisen ihn zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Wissenschafts- und Kunstausschuss. Kein Widerspruch, somit beschlossen.